Es war mal eine Frau, die war extrem behaart. Am ganzen Körperfell dazu ein stattlicher Bart. Doch sie blieb ganz entspannt, denn sie hatte erkannt, der Pelz brachte auch ihren Dackel in Fahrt. Ganz zu Anfang, ja, da war sie noch ein bisschen prüde, doch sie fand bald heraus, beide mochten es rüde. Und dann ging es sehr schnell und unter lautem Gebell trieben es die beiden seitdem immer müde. Wenn sie sein Ding im Munde hatte, schmeckte es zwar nach Hundematte, doch das war ihr im Grunde Latte. Der konnte sie die Rute blasen, brachte das ihr Blut zum Rasen und sie erlebte göttliche Ekstasen. Ja, und der Köter machte eines ganz besonders geil. Das war ihr Pöter, ihr struppiges Hinterteil. Doch ihr war es egal, sie kannte keine Moral. Und so bot sie ihm ihren allerwertesten Pfeil. So kam es, dass sie stets seine Leidenschaft weckte, wenn sie ihm nur ihre volle Wolle hinstreckte. Schöpfte jemand Verdacht, hat sie nur laut gelacht, denn sie wusste, dass ihr Liebling sie in jedem Fall deckte.